Nee. Das, was ihr gerade gehört habt, klang für den ein oder anderen unter euch vielleicht wirklich verstörend. Es war etwas, wo die meisten von uns vermutlich Angst hätten, wenn wir das selber mitten in der Nacht mitkriegen würden. Es waren weinende Schreie einer Frau, die scheinbar leidet. Eine Frau, die scheinbar große Schmerzen hat. Es fing alles mit einem normalen Wimmern an, recht lautes Weinen. Doch eben dieses Weinen aus purer Trauer wandelte sich. Es wurde immer düsterer, klang schmerzhafter, als ob diese Frau unter wirklich echten Schmerzen leidet. Und am Ende verwandelte es sich sogar so weit, dass es wie ein dämonisches Röcheln klang. Dies war ein sehr seltsamer Schrei, aber manche von euch werden sich vielleicht wundern, was an diesem Schrei so besonders ist. Dieses Phänomen, dass solche Schreie in Städten nachts auftauchen, ist nichts Seltenes und weltweit aufgetaucht. Und man könnte jetzt denken, dass es lediglich Leute sind, die gerade eine Störung haben, eine psychische Störung oder wirkliche Trauer. Doch wer das denkt, muss nicht unbedingt recht haben. Denn es heißt, dass wenn man nachts diese Schreie hört, man unbedingt fliehen sollte. Das Ganze klingt jetzt vielleicht komisch, doch ich erkläre euch auch warum. Und dafür müssen wir uns die Legende von La Llorona, die weinende Frau, ansehen. Also viel Spaß. Es gibt eine Legende in Lateinamerika, aber besonders in Mexiko, von einer Frau namens La Llorona. La Llorona bedeutet zu Deutsch die weinende Frau. Und die Legende geht wie folgt. In Mexiko gab es ein recht zurückgezogenes kleines Dörfchen und in diesem Dorf lebte eine junge Frau namens Maria. Sie kam aus einer sehr ärmlichen Familie und doch war sie im ganzen Dorf bekannt dafür, dass sie eine unglaubliche Schönheit besaß. Eines Tages und ohne jegliche Warnung kam ein reicher, gut aussehender Mann in das Dorf und sah Maria. Er war wie schockiert, gebannt von ihrer Schönheit und fing an, sie zu verführen. Er verliebte sich in sie und sie auch in ihn, sodass einige Zeit später, als er ihr einen Antrag machte, sie gar nicht anders konnte, als ihn anzunehmen. Sie war so glücklich und schon kurz nach ihrer Hochzeit gebar sie den ersten von drei Kindern, einen kleinen Jungen. Danach folgte ein kleines Mädchen und noch ein weiterer Junge. Ihr Glück war perfekt. Sie hatte Geld, einen liebevollen Ehemann und drei wunderbare Kinder. Doch ihr Mann war häufig nicht dort. Er musste aufgrund seiner Arbeit umherreisen, immer auf Geschäftsreise sein, doch dabei wollte er so oft wie es geht seine Familie besuchen. Und am Anfang war alles schön und gut. Er besuchte immer und immer wieder seine Familie, die Kinder. Doch die Besuche wurden seltener. Und jeder Besuch änderte sich auch allgemein ihr gegenüber, denn er fing an, sie immer und immer weniger zu beachten und irgendwann kam er nur noch wegen den Kindern und ignorierte Maria komplett. Maria wusste nicht, was dies bedeutete, bis eines Tages ihr Mann mit einer anderen Frau zurückkehrte. Er erzählte Maria, dass er sich in eine neue Frau verliebt hatte und sie heiraten will. Er verließ seine Kinder und Maria für diese neue Frau und kehrte nie wieder zurück. Marias Herz war gebrochen. Sie war in tiefster Trauer, aber auch in Wut und Eifersucht verfallen. Sie wusste nicht, was sie tun sollte und wurde regelrecht wahnsinnig. Und dann sah sie als einzige Möglichkeit, ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, dass sie ihren Kindern was antut. Sie nahm ihre drei Kinder mit zu einem Fluss und ertränkte sie dort. Erst nachdem alle Kinder gestorben waren und der Fluss ihre Leichen davontrug, begriff Maria, was für eine schreckliche Tat sie dort begangen hatte, und sie bereute es sofort. Sie wollte die Kinder wiederfinden, suchte den Fluss ab, aber die Leichen waren schon zu weit davongetrieben. Sie suchte und suchte und irgendwann wurde ihr klar, dass ihre Kinder wegen ihren Taten für immer weg sind. Dann beging sie Selbstmord, indem sie auch sich selbst ertränkte. Doch ihre Seele, ihr Geist, konnte die Erde nie verlassen und ist darauf verdammt, bis in alle Ewigkeit nach ihren eigenen Kindern zu suchen. Immer und immer wieder soll sie die Flüsse langgehen und das ist der Moment, wo auch wir sie hören können. Diese Schreie, die ihr am Anfang in dem Video gehört habt, sind nicht laut dieser Legende von irgendeiner Frau, sondern von Maria, die verzweifelt und panisch nach ihren Kindern sucht und immer wieder schrecklich schreit, weil sie ihre Taten so sehr bereut.
Diese Videos, wie das, was ich am Anfang gezeigt habe, sind kein Einzelfall. Exakt diese Schreie oder sehr ähnliche sind auf der ganzen Welt bereits aufgezeichnet worden. Und das nicht nur in Großstädten, sondern auch in vielen kleinen Dörfern und auch in Wäldern an Flüssen. Und es geht nun wie folgt, die Legende hat hier nämlich noch kein Ende gefunden. Denn es heißt, wenn man nachts draußen herumgeht und man hört diese Schreie, sollte man unbedingt weglaufen. Denn die Schreie kommt von La Llorona und sie ist dann auf der Suche nach dir. Wenn du diese Schreie hörst, wird sie auf dich zukommen. Solltest du also nicht weglaufen, wird sie dich finden und sogar umbringen. Es ist ziemlich grauenhaft, denn auch wenn du wegläufst, wenn du genau in die entgegengesetzte Richtung läufst, um dich zu retten, heißt das nicht, dass du komplett sicher bist. Vielleicht wirst du überleben, aber du wirst von einem schrecklichen Unglück heimgesucht werden. Denn jeder, der ihre Schreie hört, soll Unglück erfahren und genauso traurig werden wie sie. Doch auch hier sind wir noch nicht am Ende, denn Kinder haben es am schlimmsten getroffen. Denn Kinder sollen nachts nicht rausgehen. Denn wenn sie nachts im Dunkeln noch auf die Straßen gehen und spielen, dann wird La Llorona auftauchen. Dann werden sie diese grauenhaften Schreie hören und La Llorona wird aus dem Nichts auftauchen und sie entführen, weil sie glaubt, dass eben diese Kinder ihre eigenen sind und sie will sie großziehen. Sie wird dann die Kinder mitnehmen, aber erneut ertränken. Es gibt sogar einige Gerüchte, dass verschiedenste Wasserleichen, also Menschen, die tot in Flüssen gefunden wurden, Opfer von La Llorona geworden sind. Natürlich gibt es für diese Thesen keine handfesten Beweise, es sind keine echten, realen Sachen, doch es könnte sein, dass hinter der ganzen Sache natürlich etwas mehr steckt, wenn man an solche Dinge glaubt. Man könnte jetzt erstmal meinen, dass das Ganze bloß eine Erziehungsmethode ist. Man erzählt so etwas den Kindern, damit eben diese Kinder Angst bekommen und nicht rausgehen, wenn es dunkel ist. Aber das erklärt nicht, warum immer wieder diese ähnlichen Schreie plötzlich auftauchen. Es könnte sein, dass sie nur von Leuten mit psychischen Störungen kommen. Doch wer weiß, vielleicht, wenn ihr eines Tages rausgeht und schreckliche Schreie hört, werdet auch ihr Kontakt aufnehmen können zu La Llorona. Solltet ihr diese Schreie hören, ob nun von La Llorona oder sonst wem, am besten ihr lauft weg. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin dann aber, tschüss.